Auf meinen Kräuterführungen werde ich immer wieder gefragt, ist die Vogelbeere nicht giftig? Stimmt das? Moin, mein Name ist Else Polenski, die Kräutermuse. Auf meinem Kanal erfährst du etwas über Wildpflanzen, Heilkräuter und die Natur. Wenn du mich unterstützen willst, dann kannst du meinen Kanal hier unter dem Video abonnieren. Und wenn du dann noch das Glöckchen drückst, dann erfährst du jedes Mal, wenn es etwas Neues gibt. Ja, heute soll es um die Vogelbeere gehen. Bevor ich das Rätsel löse, ob die Vogelbeere nun giftig ist oder nicht, stelle ich diesen Baum erst einmal genauer vor. Die Eberesche gehört zur Gattung Sorbus, den Mehlbeeren, und diese wiederum gehört zu den Rosengewächsen. Und dazu gehören solche Pflanzen wie Mandeln, Rosen, Äpfeln oder Kirschen. Die Eberesche ist ein relativ kleiner Baum und gehört zu den sogenannten Pioniergehölzen. Das heißt, wenn man offenes Land hat, dann sind es häufig die ersten Bäume, die dort wachsen, neben zum Beispiel Hasel oder Birke oder Erle. Die Blätter sind wechselständig angeordnet und sind gefiedert. Man kann sie leicht mit denen der Esche verwechseln, deswegen auch der Name Aberesche oder Eberesche. Ich habe hier mal ein Bild, wo man die beiden verschiedenen Blattarten sehen kann. Rechts die Esche, also die Blättchen von der Eberesche sind etwas gesägter. Und hier ist mal eine Knospe im Winter zu erkennen, die ist sehr behaart. Die Borke ist eher grau und hier ist sie auch mit Flechten besetzt. Die Vogelbeere blüht in der Zeit von Mai bis Juni. Sie blüht schon als sehr junger Baum mit 5 bis 6 Jahren und man bezeichnet diese Blüten als Schirmrispen. Über den Duft oder Geruch der Eberesche sind die Menschen sehr geteilter Meinung. So, jetzt will ich mal das Rätsel auflösen. Ja, warum ist die Eberesche giftig und warum ist sie nicht giftig? Also, rohe Früchte enthalten eine Säure, die heißt Parasorbinsäure, und die verursacht Übelkeit und Erbrechen. Das heißt, wenn ich dann eine erkleckliche Menge dieser Früchte roh esse, dann geht es mir schlecht, aber ich sterbe nicht davon. Wenn ich jedoch die Früchte trockne oder koche, dann wird die Parasorbinsäure zerstört und ich kann damit in der Küche etwas anfangen. Die Vogelbeere tut heute ihrem Namen alle Ehre, denn eben als ich hierher kam, sah ich hier lauter Amseln und Meisen im Baum und die freuen sich jetzt hier über diese dicken, prallen Früchte. Und ich will gleich mal ein paar ernten, um nachher daraus etwas in der Küche zu zaubern. Während ihr mir also ein bisschen bei der Ernte zuschauen könnt, erzähle ich mal ein bisschen was zur Eberesche. Und zwar ist es so, dass die hauptsächlich von Fliegen und Käfern bestäubt wird. Das merkt man auch schon so ein bisschen am Geruch, ein bisschen strenger, ein bisschen teilweise nach Fischlake oder Urin. Also das ist nicht so lecker, aber das finden Fliegen klasse. Im August, September reifen dann die Früchte heran und lassen sich dann bis in den Oktober, November teilweise ernten, wenn sie nicht vorher von den Vögeln aufgefressen werden. Die Verbreitung erfolgt auch hauptsächlich über die Vögel, also die fressen die Beeren und die Samen, die werden im Körper des Vogels quasi stratifiziert, das heißt keimfähig gemacht und dann fliegt der Vogel davon und setzt irgendwo ein kleines Kothäufchen ab mit der Frucht oder mit dem Samen und dann ist der Samen schon mal gut gedüngt. Zur Mythologie lässt sich Folgendes sagen. Und zwar war die Eberesche dem Gott Thor geweiht. Dem war nicht nur die Eiche geweiht, sondern eben auch die Eberesche. Und Thor war ja ein Vegetationsgott, ein Gott der Bauern bei den Germanen. Und nicht nur der Wetter- und Gewittergott, sondern eben auch ein Fruchtbarkeitsgott. Und da passt die Eberesche ganz gut dazu. Und es wird erzählt oder es wurde erzählt, dass er seine Ziegen mit den Blättern fütterte. Und zwar die Ziegen hießen Zähneknirscher und Zähneknisterer und die waren dafür zuständig, seinen Wagen über die Wolken zu ziehen, wenn es denn Gewitter oder Regen gab.
Das hat vielleicht damit etwas zu tun, dass man früher meinte, wenn Ziegen krank sind, dass man ihnen dann Ebereschenblätter geben sollte. Es war übrigens früher sehr üblich, dass man die Haustiere mit Laub aus dem Wald fütterte, also eben auch die Ziegen. Die Eberesche spielte auch bei einem Beltane-Fest in Nordschottland eine Rolle, also ein keltisches Fest. Und so gibt es überall Spuren alter religiöser Bräuche bis ins 19. Jahrhundert hinein in ganz Europa, die mit Bäumen zu tun haben und eben unter anderem auch mit der Eberesche. Und man hat die dann also als Schutzbaum genutzt und wie bei vielen anderen Pflanzen auch, zum Beispiel Weißdorn oder zum Beispiel den Gundermann. So, für diesmal habe ich genug geerntet und jetzt geht es wieder zurück nach Hause. Und ich verarbeite dann die Früchte. Nach der Ernte muss man natürlich die Früchte waschen und die Rispen abrebeln. Und zur Ernte ist noch zu sagen, dass man die Rispen möglichst vorsichtig abschneidet und nicht am Baum herumreißt, damit man nicht die Knospen für nächstes Jahr beschädigt. Im September, kurz vor der Vollreife, ist der Vitamin-C-Gehalt am höchsten und die Verarbeitung sollte möglichst rasch erfolgen. Aus den Früchten kann man zum Beispiel Tee kochen und auch die Blätter kann man für Tee verwenden. Die erntet man in der Zeit April bis Juni. Und auch die Blüten. Blüten habe ich noch nicht probiert, werde ich nächstes Jahr mal machen. Ich nehme mal an, dass die Blätter auch einen relativ bitteren Tee ergeben. Aus den Früchten, wie gesagt, die kann man trocknen und als Tee verwenden. Es lässt sich ein Essig daraus herstellen, Gelee, Mousse oder Wein. Man kann die Früchte kandieren. Man muss sich klar sein, dass alles dann eine bittere Note hat. Aber wer gerne bittere Liköre oder Campari oder Martini trinkt oder Aperol Spritz, dem sagt sicher auch die Vogelbeere zu. Neben der Wildform gibt es auch ertragreiche Sorten, zum Beispiel die alte DDR-Sorte Rosina. Also die haben relativ große Rispen mit dicken Früchten, die sehr säuerlich aromatisch schmecken sollen, mit hohen Erträgen. Und diese Sorte entstand aus der mährischen Eberesche Sorbus aucuparia Varietät Moravica. Bevor ich noch weiter auf die Inhaltsstoffe von der Vogelbeere eingehe, möchte ich nochmal auf die Bedeutung für den Naturhaushalt hinweisen. Also sie dient als Futterpflanze für mindestens 31 verschiedene Säugetierarten, mindestens 72 verschiedene Insektenarten wie Kleinschmetterlinge oder Rüsselkäfer und 63 Vogelarten wurden an den Vogelbeeren beobachtet. Das ist also doch ganz erstaunlich und ich finde, es ist auch ein wunderbarer Gartenbaum, der nicht zu groß wird und der viel Freude macht. Ich habe auch einen Baum im Garten stehen und als Strauchform haben wir das auf unsere Trockenmauer gepflanzt. Ja, die Inhaltsstoffe. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die viel Vitamin C erhalten. In einer Quelle, die ich habe, steht 200 bis 250 Milligramm pro 100 Gramm Frischgewicht. Weitere Vitamine sind enthalten: Pektin, Kohlenhydrate, darunter zum Beispiel Sorbit, Fruchtsäuren, Gerbstoffe und eben Bitterstoffe. Und die rote Färbung entsteht durch Carotinoid. Unten in der Videobeschreibung habe ich nochmal die ganzen Inhaltsstoffe aufgelistet. So, jetzt sind wir in meiner Küche und ich werde jetzt die Früchte mit etwas Apfelsaft und Wasser aufkochen. Und wenn die weich gekocht sind, dann werde ich sie durch die Flotte Lotte drehen. Was das ist, werdet ihr im Laufe des Videos dann sehen. Ja, und dann möchte ich daraus einen Saft gewinnen und ein Mousse. Und das werde ich dann nachher probieren und schauen, wie es schmeckt. Dann werde ich in der Zwischenzeit auch etwas über die Heilwirkung erzählen. Ja, ich habe mich mal durch meine Literatur gewühlt und die Bücher sind ganz unterschiedlich von sehr zugeknöpft, gar keine Heilwirkung, bis dahin, dass man das Sorbit, das früher aus der Eberesche gewonnen wurde und industriell hergestellt wird, intravenös zur Senkung des Augeninnendrucks bei Glaukom gespritzt wird.
Aber hauptsächlich setzt die Naturheilkunde auf Blätter und Blüten von der Eberesche und man sprach oder spricht ihnen Wirkung gegen Husten, Bronchitis und Magenverstimmung zu. Das hatten wir ja vorhin schon mal bei den Ziegen, das Tor. Und sie werden auch bei anderen Verdauungsbeschwerden, die mehr mit dem Darm zu tun hat, eingesetzt. Hämorrhoiden, Rheuma und Gicht. Allerdings ist da die Wirkung wissenschaftlich nicht erwiesen. Aber für die Sänger und Redner unter euch kann man die Vogelbeeren nutzen, um die Stimme geschmeidig zu halten. Jedenfalls hat der Kräuterpfarrer Johann Künzle die Vogelbeeren für die Stimme empfohlen. Sie sollen nämlich den Zähnschleim von den Stimmbändern lösen und so bei Heiserkeit helfen. Der Saft ist fertig. Sieht richtig edel aus in diesem Glas. Ja, viel mehr ist es nicht geworden. Ich wollte auch gar nicht so viel kochen, da ich das alleine trinken soll. Und ich werde ihn mal probieren. Ziemlich bitter, aber hat ein interessantes Aroma. Entfernt ein bisschen nach Rhabarber und Apfel. Aber das ist ja auch kein Wunder, da sind ja meine Augustäpfel mit drin. Also das finde ich schmeckt schon mal sehr gut. So ein kleines Gläschen am Tag kann man gut trinken. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was von diesem Mousse aufbewahrt. Das werde ich jetzt auch mal probieren. Das ist sehr bitter. Das schmeckt zu gesund. Ja. Also, wer es etwas herber mag, der kann auch gerne die Vogelbeere probieren und mal rumexperimentieren, was man daraus machen kann. Ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch. Und du kannst mich unterstützen, indem du mein Video abonnierst. Und wenn du dann noch das Glöckchen unter meinem Video drückst, dann erfährst du jedes Mal, wenn es etwas Neues gibt. Was ich als nächstes mache, weiß ich noch nicht. Da lasst euch überraschen. Und damit sage ich Tschüss und bleibe achtsam.